Sangramasana gehört zu den Hockhaltungen, den Stellungen, in der du so etwas nach innen gehen kannst. Angelina, Yogalehrerin und Sevaka bei Yoga Vidya Bad Meinberg, zeigt, wie es geht. Setze dich hin, gib die Fußsohlen auf den Boden, die Füße zusammen, gib dann die Arme von außen unter den Kniekehlen hindurch und gib, wenn möglich, die Hände hinter dem Nacken. Wenn es geht, kannst du sogar die Hände hinter dem Nacken falten. Ansonsten kannst du auch die Handflächen zusammengeben vor dem Brustkorb, den Kopf dabei senken und zur Nasenspitze hinschauen. Diese Stellung hilft, etwas nach innen zu gehen, kann dir auch helfen, ein Übermaß von Vata, also zu viel Luftenergie, zu dämpfen, hilft dir, dich zu erden und zur inneren Ruhe zu kommen.